Was geht, Koi hier und willkommen zurück auf meinem Channel. Frohes Neues. Ist ein bisschen länger her, aber ja, ich lebe noch. Ich habe letzten Monat oder vor 2 Monaten ein Video darüber gemacht, über die Top deutschen christlichen YouTuber, die ich mir anschaue und empfehlen kann. Und heute mache ich ein Video darüber, welche englischsprachigen ich empfehlen kann. Denn Mackie Believes hat mir geschrieben, cooles Video, fände auch ein Video zu deinem favorite englischsprachigen YouTubers interessant. Und da habe ich mir gedacht, hä, passt. Mache ich. Aber bevor wir anfangen, vergesst doch nicht, das YouTube-Ding zu machen, abonnieren, zu liken und am besten jetzt schon zu kommentieren, was eure lieblingschristlichen YouTuber sind. Diesmal sortiere ich das ein bisschen anders. Ich habe einfach gesagt, ey, ich sortiere von dem, der am wenigsten Abonnenten hat, bis hoch zu dem, der die meisten Abonnenten hat. Und dann fangen wir an mit Nummer 1 und zwar Wise Disciple. Und das ist ein Channel von Nate Sala und der Channel hat über 74.000 Abonnenten. Er war mal ein Debattenlehrer, also Debate Teacher, ich weiß nicht, ob es sowas in Deutschland überhaupt gibt, und Pastor. Und jetzt fokussiert er sich auf YouTube und analysiert dort auch christliche Debatten, aber auch nicht christliche Debatten und analysiert unterschiedliche Predigen. He gave his son and the his spokesperson. Can you demonstrate that the okay, the whole passage starting in verse 8 says this: of the Son, he says, okay, well, who is he? God the Father, which means that the rest of these verses, you know, the rest of 8, 9, 10, 11, 12, 13 sort of starts to shift there a little bit. All of this is connected to what God the Father says about the Son. Ich habe seinen Channel entdeckt und dann musste ich alle seine Videos durchgehen, indem er christliche Debatten analysiert und auseinandernimmt. Und es war einfach super hilfreich zu sehen, wer in dieser Debatte gewonnen hat, wer die stärkeren Argumente hat. Und da erklärt er auch immer noch viel Biblisches dazu. Und das war für mich einfach mega interessant. Er hat auch eine Reihe, wo er christliche TikToks oder antichristliche TikToks durchschaut und diese kommentiert. God is black, God is white. Do you see the fruit of this kind of theology? What a horrible series of philosophical statements. Also er würde jetzt niemanden haten oder so, aber er sagte schon ganz klar, dass es kompletter Quatsch ist, was du glaubst, wenn es falsch ist. Aber er erklärt natürlich auch, wieso es falsch ist und das hilft einfach auch Sachen viel besser zu verstehen. Den zweiten Channel, den ich habe, ist Alpha und Omega Ministries von James White. Dieser Channel hat etwas mehr als 100.000 Abonnenten und gehört James White. That when you begin to consider not only the idolatry, and that was the terminology I believe Pastor Wilson used, the idolatry of the Mass, the idea that Jesus Christ, his sacrifice is represented as a propitiatory sacrifice, but a sacrifice that can never save anyone. Und dieser Mann hat in seiner Karriere schon über 100 Debatten gehalten. Und falls ihr nicht wisst, was Debatten sind und ich die ganze Zeit von Debatten rede, das ist, wo jemand sich hinsetzt oder hinstellt und jemand debattiert mit der anderen Meinung. Also setzt man sich hin oder steht, wie auch immer, und dann ist auf der einen Seite Gott existiert und auf der anderen Seite Gott existiert nicht. Wieso? Und dann muss der Erste anfangen und sagt 15 Minuten was, dann sagt der andere was 15 Minuten, dann darf man sich noch Fragen stellen und so weiter und so fort. Und das geht immer stundenlang, aber es ist super interessant und hilfreich herauszufinden, was sind Pro-Argumente für das, was du glaubst, und Kontra-Argumente. Und er hat über 100 von diesen gehalten. Über Hunderten, wo er stundenlang redet und redet und redet. Und ich habe einige von ihnen angeschaut und es ist super hilfreich, wie ich schon gesagt habe, Vor- und Nachteile in seiner eigenen Argumentation zu entdecken. Ich würde trotzdem nicht alles unterschreiben, was er predigt und was er weitergibt, aber ich habe super viel durch seine Debatten gelernt. Channel Nummer 3 ist Grow in Faith, Grow in Christ. Und das ist ein cooler Channel mit fast 400.000 Abonnenten. Er postet Videos, in denen er kleine Kurzpredigten oder ermutigende Worte an seine Zuschauer gibt. What's the similarity between you and all these Legos? Sometimes it can feel like our Christian life is like this. Ich schaue mir seine Videos, glaube ich, viel zu unregelmäßig an. Aber jedes Mal, wenn er ein Video postet, ist es eigentlich eine gute Zeit, die man nutzen kann. Denn es hilft immer besser, solche Videos zu gucken, die einen aufbauen, als einfach nur seine Zeit auf YouTube zu verschwenden.
Und da geht er auch auf Fragen ein, wie, was ist, wenn man sündigt, Buße getan hat, aber dann wieder sündigt? Und er erklärt das nicht so, die Bibel spricht dieser Bibelvers und dieser Bibelvers, sondern er versucht das anhand von lebensfesten Beispielen zu erklären. Und dabei gibt er einfach greifbare und ermutigende Andachten. You might feel like a bunch of random pieces, but God is building you up. Into a child of God. Und dann gibt es zwei andere YouTuber, die ich gerne anhöre und die relativ ähnlich sind. Und zwar einmal Ruslan KD und What Do You Meme. Beide haben ähnliche Abonnentenzahlen, also der eine Richtung 500.000, der andere Richtung 400.000. Und der Ruslan, der macht so eine Art Podcast-Style-Videos. Er geht aktuelle Themen durch, geht Interviews von Celebrities durch und was sie über Gott reden. Oder er sieht eine Situation, die irgendein Celebrity durchmacht, Filme, die verbreitet werden, Rapper, die irgendwas machen und vergleicht das dann anhand der Bibel und zeigt, hey, guck mal, hier in der Bibel ist es auch so gewesen, die haben das und das und das, das besprochen. Und das kombiniert er dann mit der heutigen Zeit und mit der Welt der Reichen und Berühmten und einfach nur mit den aktuellen Nachrichten, die da draußen sind. Joe Rogan discusses the book of Revelation and reads from it live on his podcast. Then I saw another beast rising out of the earth. It had two horns like a lamb and it spoke like a dragon. Now, if you guys haven't been keeping up with Joe Rogan's views on Christianity, they have greatly shifted a lot. The whole thing's so stupid. Just stop and think how f***ing stupid that is. He went from being rather hostile in some of his takes to over time slowly softening his position. I think there's a reason why it exists, why it's so prevalent in so many cultures. It helps people. Er hat nämlich selber auch einen Hintergrund in Rapmusik und deshalb ist es seine Art von Videos schon so ein bisschen cooler. Musik ist cool, Lichter sind cool, einfach das Setting ist sehr cool. Sehr entspannt anzuschauen, also vielleicht ist es geistlich gesehen jetzt nicht das Krasseste zum Wachsen, aber mir hilft es einfach nur aktuell zu bleiben, was da draußen so passiert, was die Menschen so sagen und das dann auch noch mit der Bibel zu verbinden. Und What Do You Meme ist so ähnlich, also die haben oft die ähnlichen Themen. We all need someone else to see us as valuable, even if it's just one person. But unfortunately, even if we are fortunate enough to find the one person who values us just as much as we value them, well, people change and people also die. And when they leave, our entire sense of self-worth also leaves, which keeps us in this cycle of having an unstable sense of identity. Er selber ist, glaube ich, in seinem kleinen Kämmerlein mit seinen Büchern hinter ihm, ganz viel kleinere Produktion. Aber er spricht auch ähnliche Themen an und verbindet das mit Versen aus der Bibel. Der nächste Channel, den ich habe, ist Cross-Examined. Und das ist der Channel von Frank Turek. Der ist ein Doktor irgendwas, irgendwas, schlauer Mensch. So the Quran is saying, obey the Bible. But the Bible says, nope, no more revelation, it's done. Seine populärsten Videos sind, wo er auf der Bühne steht und dann kann jeder zu ihm kommen und Fragen stellen. Und die Fragen manchmal sehr, sehr harte Fragen, sowas wie, ja, kommen Kinder in die Hölle oder meine Frau hat Krebs. Ist das eine Strafe von Gott? Und dann erklärt er das anhand der Bibel und anhand von der Historie und alles packt er in seinen schlauen Antworten. Und das ist auch immer super hilfreich, um gerade harte Fragen für sich selber beantworten zu lassen oder auch einfach beantworten zu können, falls jemand selber diese Frage bekommt. Islam is the complete version of Christianity and Judaism, where like a Quran contains both in one book. I would first ask, what do you mean by that? And then how'd you come to that conclusion? Und eine Sache, die ich auch von ihm übernommen habe, ist die Aussage, wenn er zum Beispiel eine Frage gestellt bekommt, was meinst du damit? Und dann noch, wie bist du darauf gekommen? Denn er versucht am Anfang schon auszusortieren, wer fragt einfach nur, weil jemand anderes ihm was gesagt hat, hey, guck mal, hey, frag dir mal das, und sich gar nicht damit beschäftigt hat. Und halt die Leute, die wirklich eine Frage haben, aber sie noch nicht gut genug formuliert haben. Also Beispiel, jemand kommt, oh, Jesus ist nicht Gott. Und dann, ja okay, was meinst du damit? Und dann, wie bist du darauf gekommen? Denn dann kannst du erkennen, ob sich jemand wirklich damit beschäftigt hat oder ob er einfach nur die Frage von jemand anderes genommen hat, aber selbst gar keine Ahnung hat, was er überhaupt fragt. Der nächste Channel, den ich habe, ist riesengroß. Ich wusste gar nicht, dass der so viele Abonnenten hat. Sunday Cool.
die hießen auch mal anders, ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber die machen einfach nur witzige Skits. Die haben jetzt fast 1 Million Abonnenten und die machen witzige Skits. Also es gibt eine, wo sie sich über die Wohlstandsevangeliumsprediger lustig machen. Now let me ask you this. If God didn't want us to have nice houses, why do I have one? Abel walked up to me the other day and he says, Bill, I just need help. I'm poor. I looked at him and I said, you're poor? When's the last time you prayed? Bill ain't no longer poor. Und sagen, ja, hey, wenn du kein Geld hast, dann bist du selber schuld. Denn wenn wir genug beten, dann kriegen wir auch viel Geld und so weiter und so fort. Also die machen das richtig witzig oder die Sprache der Jugend, der christlichen Jugend und kombinieren das in einer witzigen Art. And two she-bears came out of the woods and tore 42 of the boys. Literally, he was cruising and some dudes were roasting his socks off, which made him big mad. So big mama bears came and made the whole squad din-din. Wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo du vielleicht geistlich wachsen kannst, aber wenn du eh schon auf YouTube bist und dir sonst irgendeinen Quatsch anschaust, dann schau dir wenigstens christlichen Quatsch an, dann haben wir wenigstens die Kombination zwischen geistlich und witzig. Leider in letzter Zeit machen sie nur noch Podcasts und reden über gewisse Themen. Da habe ich mir eigentlich gar kein Video drüber angeschaut. Ist vielleicht für manche interessant, für mich nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, wieso die Podcasts machen, weil es einfacher ist, sich einen ganzen Skit halt immer auszudenken, zu filmen, zu schneiden und so weiter und so fort. Und dann ist es einfach, sich einfach hinzusetzen und Podcasts zu machen. Klar, sie machen immer mal wieder einen Skit, aber seltener, als die regelmäßig diesen Podcast hochladen. Als nächstes kommen wir jetzt über die Millionenmarke und zwar starten wir mit dem Channel The Beat bei Alan Parr. Und Alan Parr ist, ich glaube, der war vorher auch Worship Leader in der Church, ich weiß nicht, ob der Pastor war, aber sein Channel hat mittlerweile 1,15 Millionen Abonnenten und er macht ähnlich das, was ich auch mache, beziehungsweise ich mache ähnlich das, was er auch macht, und zwar Themen gibt es, die viele Leute wissen wollen und versucht sie einfach und erklärbar rüberzubringen. Also Themen wie Sprachengebet, ist das noch heute gültig, ist es nicht gültig? Dürfen Frauen predigen und sowas. Er geht da immer tief rein, aber ich finde, es ist einfach zu verstehen. There is a verse that unfortunately I've seen many of my charismatic brothers and sisters misinterpret that I want to highlight in this video and hopefully bring to you what I believe is the proper understanding of this verse so that we are not misled and led astray. Ihn kann ich empfehlen, denn er ist auch sehr ehrlich mit sich selber. Er hat ein paar Videos hochgeladen, wo er sagt, dass er sich gerade nicht so gut fühlt und dass er gerade die Motivation für Videos nicht mehr so hat. Und auf einem anderen Video, da entschuldigt er sich für etwas, was er vielleicht falsch gesagt hat oder dass er falsch gesagt hat, hat genau gesagt, was er da falsch gesagt hat oder in einem Interview. Also man kann ihn auf jeden Fall glauben. Man kann auch wirklich sehen, dass er dahinter ist, auch gute und ehrliche und natürlich wahre Videos zu posten. Seine erfolgreichsten Videos sind die, wo er berühmte christliche Songtexte auseinandernimmt und wieso wir sie eigentlich nicht so singen sollten, denn sie sind biblisch nicht ganz akkurat. Every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me, now declare it. Listen guys, I am not in any way saying that you can't or should not listen to Bethel Hillsong and Elevation. I'm not going to be legalistic and say those things, but what I am going to say is that you and I need to be careful that the songs that we are listening to are rooted in theological truth. Meistens halt diese Lieder von Bethel oder von Hillsong. Also er wird nicht sagen, alle Songs sind super schlecht und mag sie auch selber, hat er auch gesagt. Aber er nimmt die Songtexte und sagt, hey, guck mal, dieser Vers, das, was ihr singt und was ihr betet, das ist eigentlich nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und das sind interessante Videos, die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die sind sicherlich interessant und hilfreich. Und weiterhin warnt er auch vor Irrlehre und gewissen Lehrern oder Predigern, die zwar sehr bekannt sind und beliebt sind, aber auch nicht wirklich christlich oder nicht wirklich die Bibel repräsentieren. Der nächste YouTube-Channel, den ich empfehlen kann, ist Living Waters. Und der hat fast 1,4 Millionen Abonnenten und ist vom Ray Comfort. Okay, let's go through the commandments and see how you're gonna do on Judgment Day. Can you be honest with me? I'm gonna be honest. Can you? I'm gonna be honest. Und der geht raus und interviewt die Menschen und geht eigentlich immer ein ganz simples Konzept durch. Und zwar versucht er das Evangelium weiterzugeben anhand von was
diese Menschen antworten, zum Beispiel halt, hey, bist du ein guter Mensch? Und du sagst, ja. Und dann nach welchem Standard? So, hast du schon mal die 10 Gebote gesehen? Und dann geht er immer die 10 Gebote durch. Und dann müssen die halt immer sagen, ja, ich habe schon mal geklaut, ich habe schon mal gelogen und so weiter und so fort. Also bist du doch gar nicht so ein guter Mensch. Das heißt, rein theoretisch, wenn wir nur die 10 Gebote nehmen würden, dann würdest du doch gerichtet und schuldig sein. On Judgment Day, will you be innocent or guilty of breaking those commandments? I think I'm going to be innocent. You'd be guilty like the rest of us. Lying, thieving, blasphemous, adulterer at heart. Dann sehen sie immer ein, ja, okay, rein theoretisch, ja. Und dann erklärt er halt, ja, aber das ist der Grund, warum Jesus gekommen ist. Der hat für diese Schuld bezahlt und wir müssen ihn nur annehmen und dann können wir halt gerettet werden. Und die Menschen sind halt immer sehr, sehr interessiert. Also nicht jetzt, die drehen nicht um und sagen, hey, ja, yeah, wir sind jetzt voll bekehrt und jetzt sind wir Christen. Aber es ist immer ein super hilfreiches Tool, einfach, wenn man selber rausgeht auf die Straße oder mit Freunden, die nicht christlich sind oder sowas redet, um ganz einfach das Evangelium weiterzugeben. What do I do now? Okay. What did God do for guilty sinners so we wouldn't have to go to hell? He did something wonderful. Forgive. Forgiveness? No. You actually know it, but you don't understand it. Shall I tell you? Please. Jesus died on the cross for the sin of the world. Oh, yeah, right. Now, you know that. Right. But this will change everything for both of you if you can get a grip of this. Und er kommt auch immer richtig gut klar mit den Menschen, auch wenn sie komplett anderer Meinung sind, setzt sich hin mit Homosexuellen und jede andere Gegner von den Christen und sagt, hey, das ist halt das Evangelium, so, du kannst es annehmen, okay, wir können miteinander beten oder halt nicht. Und er ist sehr respektvoll und genau, diese Videos schaue ich mir gerne an. Ich weiß nicht viel über seine eigentliche Lehre, woran er alles glaubt, aber diese Videos, die er postet, sind halt einfach das Evangelium weitergeben. Und deshalb finde ich es sehr hilfreich für jeden von uns, der einfach rausgehen sollte. Also wir sollten alle rausgehen, um das Evangelium weiterzugeben. Und er zeigt es halt, was für Fragen man stellen kann, was für Gegenfragen vielleicht kommen könnten und wie wir vorbereitet sein können. Und den letzten Channel, und ich wusste gar nicht, dass das der meist abonnierte Channel, den ich regelmäßig schaue, ist Off the Curb Ministry. Und zwar ist das von Joe Kirby. Er war mal ein Straßenevangelist und ist dann auf YouTube gekommen und macht dann sozusagen seine Evangelisation weiter auf YouTube. This man here claimed to be Satan. Sein Channel hat über 2,1 Millionen Abonnenten und wie schon gesagt, ist damit der größte Channel, den ich heute empfehlen kann. Er hat auch sehr motivierende Andachten, aber er vermischt sie so ein bisschen mit Verschwörungstheorien und kommt dann immer am Ende auf den Punkt, ja, wir müssen Gott annehmen, Jesus nachfolgen und so weiter und so fort. Also richtig hilfreich für jemanden, der vielleicht neu im Glauben ist. Oder für jemanden, der einfach interessiert ist an den Glauben. Und natürlich ist es einfach ein interessantes Video. Er kombiniert nämlich zum Beispiel, oh, die Pyramiden, die sind so und so und so und so. Was könnte das vielleicht mit der Ewigkeit zu tun haben? Oder so. Also ja, es ist sehr, sehr interessant. Manchmal vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Aber man sieht wirklich, dass er so ein richtiges Herz für Menschen hat und sie gewinnen möchte. Und deshalb kann ich diesen Channel nur empfehlen. Er hat eine sehr, sehr ruhige Art. It's no accident you found this video, and I just plead with you. See how special Jesus is. See how holy he is, and see what a great sinner you are, and how you have this huge debt, and only Jesus can take that debt. Und deshalb denke ich mir, kann man den auch sehr lange und sehr oft anhören. Und zum Schluss habe ich keinen Channel, aber ein Zeugnis, was ihr euch unbedingt mal anschauen müsst. Das ist das krasseste Zeugnis, was ich je gesehen habe. Do you have any idea how powerful and brilliant they must be if they've managed to deceive the entire human population? Und zwar ist es von Dr. David Wood. Und der hatte auch einen Channel hier, oder hat der Channel existiert immer noch, aber der macht keine YouTube-Videos mehr, denn seine Videos wurden immer geclaimed, immer gelöscht. Denn er hat immer ganz, ganz, ganz viel gegen Muslime gesagt. Also er hat den Koran genommen, hat gesagt, hey, guck mal, das ist Quatsch, das ist Quatsch, das ist Quatsch und bla bla bla, es macht keinen Sinn und so weiter und so fort. Und dann haben die Muslime halt immer seine Videos geclaimed und dann wurden die immer gelöscht und dann ist er zu einer anderen Plattform gegangen. Und deshalb ist er leider nicht mehr auf YouTube unterwegs, aber man kann alle seine Videos noch
sehen oder die meisten, die wahrscheinlich auch noch von anderen Leuten neu hochgeladen wurden. Aber was ich empfehlen möchte, ist, dass ihr euch alle mal sein Zeugnis anschaut, wie er zum Glauben gekommen ist. Denn er ist nicht ein Psychopath, was ist er denn nochmal? Er ist ein Soziopath? Genau, ich glaube, dass der halt kein Mitgefühl hat mit anderen Menschen und ich will nicht zu viel erzählen, aber er hat auf jeden Fall seinen Dad versucht umzubringen und war dann im Gefängnis und ist dann zum Glauben gekommen. Und es ist einfach super interessante Geschichte und er macht das auch, während er einfach durch New York läuft, in die U-Bahn geht und einfach redet und die Leute gucken so, was ist mit dir los? Und erzählt dort sein Zeugnis. I started wondering if something might be wrong with me. I was totally shocked. I didn't know what was going on. I'm the smartest, most advanced human being the world has ever seen. And night after night, when we were arguing, Randy was just taking me to a school. Also, Link ist unten in der Beschreibung. Schaut es euch gerne an. Super cooles Zeugnis und auch interessanter Typ. Für mich persönlich ein bisschen zu abweisend gegenüber anderen. Sehr direkt. Aber er weiß schon, was Liebe ist irgendwo, denn er ist verheiratet, hat Kinder. Aber er ist eine spezielle Art. Also manche können mit ihm, manche halt nicht. Aber das Zeugnis von ihm ist einfach krass zu hören. Also kann ich das nur empfehlen. Aber ja, das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen, vielleicht ein paar englischsprachige YouTuber anzuschauen, die euch einfach ein bisschen geistliches Wissen weitergeben oder euch ermutigen oder sonstiges. Wenn ihr selber noch YouTuber habt, die ihr empfehlen könnt, schreibt es doch unten in die Kommentare und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey, ihr da. Alles klar. Und falls ihr sehen wollt, wie ich zum Glauben gekommen bin, wie ich mein Zeugnis sage, dann klickt doch hier.